Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mich irgendwie einer Challenge annehmen. Vor ein paar Zuschauerpost-Folgen habe ich von einem Zuschauer einen Laptop in Einzelteilen zugeschickt bekommen. Da hat er selber wohl irgendwie was mit versucht, meinte dann, ja, ich habe da keine Zeit mehr für, das war irgendwie für einen Kunden gewesen. Und dann hat er mir das Ganze zugeschickt. Dann kam mein Unfall mit der Hand. Es wird besser, aber jetzt momentan könnte man ja mal versuchen, da irgendwas Lauffähiges raus zusammenzubasteln. Damit beginne ich auf jeden Fall heute, werde ich wahrscheinlich nicht mit fertig werden, aber wir schauen einfach mal. Zum Starten haben wir schon mal dich hier. Da ist noch der Zettel aus der Zuschauerpostfolge und hier der Laptop mit dem Display zusammen. Und hier haben wir dann eine ganze Menge Tastaturen und zwei Mainboards und da hinten auch noch ein Netzteil. Aber ich glaube, wir beginnen erstmal mit dem Netzteil und den Mainboards. Ich muss aber mal die Mainboards vergleichen, ob die da überhaupt reinpassen. Bei dem einen Mainboard hat er irgendwie, glaube ich, die BIOS-Batterie getauscht und danach ging nichts mehr oder ging es nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich habe es nämlich damals leider noch nicht ausprobiert. Also ich hoffe, dass ich hier weitermachen kann. Merkt man, ich bin irgendwie nicht so zuversichtlich, dass das klappt, aber werden wir ja sehen. Ich habe da mal was rausgekramt und das hier sieht zumindest so aus, als könnte das passen. Das ist aber eine sehr komische Möglichkeit, den Kühler zu befestigen. Vielleicht geht es in der Fabrik schneller, aber dann muss man dieses Kühlerteil dort einhängen und dann so festschrauben, habe ich vorher noch nie so gesehen. Dieser Lüfter könnte passen, das Kabel ist auch noch so passend gebogen. Das passt hier wohl rein. Der ein Ausschalter, wenn man das Teil einmal umdreht, wird darüber angeschlossen. Ich habe auch bei diesem Mainboard geschaut, da ist an irgendeiner Stelle genau hier so ein Stück vom Board abgerissen. Das wird wohl defekt sein und das passt hier auch, glaube ich, gar nicht rein. Nee, tut es nicht. Also ich weiß nicht, warum das mit dabei ist. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da ist nicht meine CPU drauf. Ich habe allerdings irgendeine CPU mit dazu gekriegt. Vielleicht ist die ein Stück besser als das Teil, was hier drin ist. Ja, und ich würde jetzt sagen, als erstes mal, ich habe die Batterie schon mal gemessen. Die war, glaube ich, bei 2,5 Volt oder sowas. Ich will aber erst mal gucken, ob du überhaupt irgendwie angehst, irgendwas machst. Also schließe ich dich einmal an. Und anschließend, habt ihr verstanden, ne? Gucken wir dann, ob da überhaupt irgendwas bei rumkommt, ob du überhaupt angehst. Ich habe das jetzt alles erstmal so notdürftig angeschlossen, wie das irgendwie wohl Sinn machen würde. Also den Lüfter da drauf, den Kühler und so weiter und so fort. Den Rest hier habe ich jetzt erstmal nicht angeschlossen. Also diese Tasten hier oben brauchen wir nicht. Touchpad brauchen wir auch erstmal nicht. Ich würde gerne erstmal sehen, ob du angehst. Also gebe ich dir mal Strom. Und hier unten müsste es ja gleich eigentlich leuchten, wenn ich dich starte. Da passiert aber gar nichts. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich müsste ja dann zumindest irgendwie ein Lämpchen mal aufleuchten. Hier haben wir nur... Was haben wir denn hier für ein Netzteil? 19 Volt, 3, bla Ampere. Und hier 19 Volt, auch so viel. Vielleicht ist ja das defekt. Ja, du passt hier gar nicht rein, das ist sehr schade. Dann könnte man hier mal hingehen, das kriegt der Fokus gerade nicht komplett auf die Reihe. Da sind ja so zwei Beinchen drin, eine hier und einmal da. Dass man die so ein bisschen weiter reinbiegt, dass wir dann vielleicht besseren Kontakt haben. So, vielleicht jetzt. Das war es nicht gewesen. Ich kontrolliere mal eben. Das habe ich aber angeschlossen hier, gell? Der Powerschalter bist aber auch wohl nur du. Man kann dich ja mal manuell überbrücken. Aber als allererstes würde ich gerne wissen, ob hier überhaupt die 19 Volt reinkommen, die hier reinkommen sollen. Also so irgendwie nicht. Nö. Nö. Stimmt wirklich. Nö, das Netzteil ist Fritte. Das ist zu wenig, oder? Einmal so. Muss ich jetzt ein Netzteil mit so einem Stecker finden. Hab jetzt mal ein anderes Netzteil. Kommt übrigens auch von Toshiba. Kommt aus dem Video, dieser Laptop ist breiter als der Türsteher. Und 1942. Ja, das ist in Ordnung. Also, wenn ich dann einmal den hier mache. Oho, nichts. Aber rein theopraktisch müsste ich ja mit einem kleinen Schlitz, ich habe keinen kleinen Schlitz hier, dann nehmen wir halt den großen, dich starten können. Auch nicht, aber du bist drin. Messer noch ein zweites Mal, 19 Volt, komm auf jeden Fall rein, ja? Aber warum machst du gar nichts? Wie kann denn das Netzteil kaputt sein und dann hier irgendwas an Bord? Guck mal eben kurz mit meinem Wärmebild-Handy, ob hier irgendwas warm wird. So, ich habe mal ein bisschen gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass hier gar nichts geht, dass hier gar nichts passiert. Die BIOS-Batterie habe ich ausgelötet und die ist bei 1, bla Volt. Ich habe mir dann mal hier so ein kleines Gehäuse besorgt für eine normale 2025er Knopfzelle. 2032, sorry. Und vielleicht startest du mir jetzt, aber nee, gar nichts. Warum denn nicht? Jech.
Hier waren auch zwei Sicherungen, eine dort und eine dort. Einmal für den Volt, für den Netzteileinschluss und einmal für die Batterie. Aber die sind beide auch in Ordnung. Ich hatte, glaube ich, gerade gesagt, ich würde mit dem Wärmebild-Handy mal eben schauen. Aber ich würde sagen, hier wird gar nichts warm. Ja, wie verdammt recht du hast, Philipp. Da wird tatsächlich gar nichts warm, beziehungsweise ist alles gleich warm. Da ändert sich immer mal wieder die Anzeige relativ zu der Temperatur, die wir haben. Aber ja, ne, du gehst nicht an, wirst nicht warm. Das Teil ist tot, was weiß ich. Ich kann da überhaupt nichts erkennen, was irgendwie warm wird. Vielleicht habe ich ja davon tatsächlich eine Aufnahme gemacht und nicht nur einfach so geschaut. Aber na, wenn du nicht angehst, eigentlich würde da auch nichts warm werden, so irgendwie. Ich habe mir nochmal das Zuschauerpostvideo dazu angeschaut und da hatte ich diese Batterie ja einmal gemessen, ne? Und so wie ich das verstanden habe, hat er die tatsächlich neu gekauft und dann aufgelötet. Und als ich sie da gemessen habe, hatte sie 2, bla Volt. Ich glaube 2,5 oder sowas. Und ich hatte hier gerade 1, bla Volt gemessen. Das heißt, irgendwie wird hier auf jeden Fall zumindest von der Batterie etwas Strom entzogen. Kann man das sehen? Sehr schön. 1,7, ja. Da wird dann die Batterie wohl irgendwie leer gezogen sein. So ein bisschen. Jetzt kann ich ja nochmal die Batterie messen, die ich hier draufgepackt habe. Die war neu. 2,7 Volt. Aha. Warum war sie neu? Ich habe mir mal hier sowas hier gekauft. Halt für die Industrie, dass man da keine großartige Verpackung für braucht, die man eh wegschmeißt. Und das hier, die war neu. Also ziehst du mir tatsächlich die Batterien leer, machst aber nichts. Was man nochmal versuchen könnte, vielleicht ist ja das BIOS hier drin ein bisschen korrupt, ein bisschen kaputt. Vielleicht finde ich ja einen BIOS-Dump im Internet dazu. Habe ich ja schon öfter mal probiert und bei älteren Geräten würde ich sagen, kann man das noch machen, weil wir hier dann eigentlich, so wie ich das jetzt sehen würde, nur einen BIOS-Chip haben. Das dürfte dann nämlich dieser hier sein. Da steht irgendwas drauf von MX und da sind auch so Punkte dran, ist direkt in der Nähe hier von dem Embedded-Controller oder ich würde sagen, dass es der Embedded-Controller ist. Da steht jetzt Winbond drauf und man kann die Modellnummer ja googeln. Und dann wird man auch fündig werden, was ist. Vielleicht ist auch nur hier irgendwie so ein Kärtchen kaputt oder so, dass der deswegen nicht startet, weil er denkt, da wäre ein Kurzschluss. Aber üblicherweise, wenn man bemerkt, dass irgendwo ein Kurzschluss ist, dann geht das Gerät ganz kurz an. Die Lüfter zucken kurz und dann geht es wieder aus. Kann ich auch probieren. Was auch sein kann, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man zwangsläufig die LEDs hier oben angeschlossen haben muss. Oder Quatsch, das sind keine LEDs, das sind irgendwelche Tasten, wo man draufdrücken kann, so Multimedia-Tasten oder so. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen, ebenso, dass zwangsläufig das Mauspad angeschlossen sein muss oder die Tastatur. Habe ich auch noch nie gesehen und ohne Festplatte oder Laufwerk, was man hier anschließen kann, muss so ein Teil eigentlich auch starten. Das ist wahrscheinlich auch Humbug. Arbeitsspeicher, Sparbeitseicher, wie ich gerne sage. Ich kann ihn dann mal rauslassen. Ich glaube, der ist nicht großartig getestet, aber wenn Arbeitsspeicher kaputt ist, dann sollte so ein Teil zumindest auch starten und dann entweder nichts tun oder nur eine Fehlermeldung rausschmeißen. Siehst du, gar nichts. Und wir haben hier unten ja Power-LEDs, da müsste ja irgendwas passieren. Das hier unten, da haben wir noch einen Schalter, was macht der? Ach, der ist fürs WLAN. Ja, okay, also hier unten dran ist es auch nicht. Und aber dass du mir so schnell die BIOS-Batterie leer ziehst, da ist wahrscheinlich irgendwas im Busch. Schusch. Hab gerade mal geschaut, einen BIOS-Dump habe ich nicht gefunden. Beziehungsweise hätte ich einen finden können auf der Seite von drbios.com oder wie sie auch alle heißen, wo ich dann für eine Mitgliedschaft bezahlen muss, damit ich da Sachen runterladen kann. Kosten 10er pro Tag und wenn man wirklich denkt, dass es das wert ist und dass man damit ein Gerät reparieren kann, dann ist das in Ordnung. Aber in diesem Falle glaube ich es wirklich echt nicht, weil ab wann ist eine BIOS-Batterie leer, fragt man mich. Ja, hat mich noch nie jemand gefragt. Frage ich mich selber ständig. Würde sagen, so ab 2,5 Volt oder so. Ja, je nachdem, wann das Mainboard meckert, beziehungsweise wann es seine Uhrzeit verliert. Die Realtime-Clock und so eine Mainboard, die braucht ja auch nicht viel, ne? So eine BIOS-Batterie, die hält 5 Jahre oder sowas. Oder auch 3 oder wenn man das Gerät ein bisschen benutzt und sowieso, wenn die ganze Zeit ein Akku drin ist, bei dem Laptop, eigentlich ist das eine Lifetime-Füllung, wie man bei meinem ATF im Golf 3 Cabrio sagen würde. Aber habe ich schon gewechselt, das ATF, ja. Automatikgetriebeöl für die, die es nicht wissen. Auch mit dem Filter zusammen und glaube ich, ein Magnetventil habe ich auch schon gewechselt. Seitdem fährt er wieder wie eine 1. Zumindest schaltet er wie eine 1, ja. Also was könnte man hiermit jetzt noch machen? Hallo, da bin ich. Ja, das Display könnte man eventuell behalten für irgendwelche späteren Sachen. Ansonsten, also ich werde das Mainboard behalten als Ersatzteilspender, weil ich gesehen habe, dass da so 2, 3 Sicherungen drauf sind. Vielleicht kann ich davon eine missbrauchen für mein Mainboard, was da irgendwo drin ist. Da ist nämlich für die USB-2-Header intern
eine Sicherung durchgebrannt. Vielleicht kann ich die nehmen, da steht P200 drauf. Ich muss noch googeln, welche Spezifikation das ist. Ich hoffe, es sind keine 2 Ampere. Dann, obwohl 2 Ampere müsste eigentlich passen, wenn ich 4 Anschlüsse habe auf dem Board. USB 2.0 hat ja 500 mAh Spezifikation und 4 mal 500 mAh sind 2 Ampere logischerweise. Ja, ist klar. Die Teile hier, die kann man wohl noch weiterverwenden, aber dafür gibt es, glaube ich, keinen wirklich großen Bedarf. Vor allem, das ist hier noch so ein großes Teil. Die gehen eigentlich auch nicht kaputt. Vielleicht kann man die gebrauchen, wenn man in irgendeinem Netzwerk mit der MAC-Adresse gesperrt ist oder so, übers WLAN und sich dann eine neue Identität aneignen möchte. Aber ja, nee, weiß ich nicht. Ich denke, ich werde das Mainboard, das Display da rausnehmen. Und der Rest kommt dann weg, genauso wie die Tastaturen. Auch wenn die eventuell noch funktionieren könnten, teilweise sind die echt verranzt und ich weiß auch gar nicht, wo die reinpassen. Und wir haben hier zwar Anschlüsse dran, die können gleich sein, müssen es aber nicht. Und wenn ich irgendwo eine Tastatur ersetzen müsste und hier das falsche Pinout habe, vielleicht bastel ich da noch einen Kurzschluss oder so, ist auch nicht. Da bezahle ich dann lieber 10, 15 Euro für eine Tastatur, die dann wirklich funktioniert. Oder muss großartige Google-Suchen starten, damit ich weiß, anhand der Modellnummer, wozu das passt. Nee, habe ich keine Lust drauf. Ich habe das Netzteil nochmal geprüft, beziehungsweise hier aufgeschnitten. Aha, da kommen 19 Volt raus. Also ist irgendwo wohl hier am Stecker. Also ich habe auch, hatte ich ja gerade gesagt, diese Teile da drin umgebogen. Da kommt auch nichts raus. Also irgendwo haben wir hier wohl einen Kabelbruch. Ich schätze wahrscheinlich genau hier drin, weil ja, dieses Koaxialkabel, also wir haben in der Mitte eine Leitung, dann eine Isolierung drum und dann das hier und nochmal eine Isolierung, da geht eigentlich nichts kaputt. Ne? Und wenn da was kaputt geht, dann haben wir einen dauerhaften Kurzschluss. Und die LED hier, die leuchtet auch die ganze Zeit. Kaputtes Netzteil, 2 kaputte Mainboards, ein Laptop nur in Teilen. Also das kriegt man nicht mal eben hin. So, und was jetzt mit dir ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dich aber auch nicht mal eben einschalten, weil ich nicht weiß, wo du herkommst. Weil ich nicht weiß, wie ich da Strom reinbekommen soll, weil hier keine Buchse dran ist, um das Teil mit Strom zu versorgen. Vielleicht komme ich über irgendeine Modellnummer irgendwo an Informationen. Das sieht mir auch nicht nach irgendeiner Core-i-Serie aus, vielleicht Core 2 Duo oder so. Hier hat sogar jemand einen Stecker abgerissen, ein Kabel vom Stecker. Nee, ist alle nix. Die beiden behalte ich als Ersatzteilspender, wenn ich mal irgendwo was auslöten muss. Wird mir dann in einem Jahr helfen und in 11 Monaten schmeiße ich diese Mainboards dann weg, wie ich mich kenne, weil die einfach Platz wegnehmen oder weil ich aufräumen möchte. Ja, ist dann leider so. Ich kann mir schon die Kommentare vorstellen, so, Philipp, das Teil ist doch super alt, warum machst du damit noch was? Ja, das stimmt, das ist super alt, aber ich wollte es halt irgendwie hinkriegen, so tatsächlich als Challenge. Nicht, dass das Teil am Ende jetzt super viel wert wäre. Ich hätte es wahrscheinlich eh verlost oder sowas. Irgendjemand kann da mit Sicherheit was anfangen, weil solche Laptops, die haben ohne Festplatte mit vielleicht 2 GB Arbeitsspeicher, einem Netzteil dabei und irgendeinem uralt Akku, der vielleicht gar nicht mehr funktioniert, einen Wert von 20, 30, 40 Euro, je nachdem, was das ist. Und ein AMD Athlon X2 Dual Core, vielleicht mit 100 Cinebench-Punkten oder weniger, ist jetzt auch nicht super schnell, da kriegst du vielleicht noch Linux drauf oder sowas. Also nicht, dass man sowas nicht noch benutzen könnte, aber ist halt alt und langsam und ja, wäre halt nur fürs Video jetzt gewesen irgendwie. Ich hatte gerade mal nachgeschaut, genau diesen Laptop gibt es tatsächlich momentan für 30 Euro gebraucht als funktionierend und für 15 Euro nur die Unterseite mit einem defekten Mainboard. Ja, super, hätte ich auch nicht besorgt. Ich habe übrigens auch mal in die Ports geschaut, die USB-Ports oder den Express-Port an der Seite, ob da vielleicht irgendwie Kurzschluss herrscht oder so, irgendwas reingedrückt wurde, aber das sieht auch alles in Ordnung aus. Ist kaputt. Vielleicht wurde ja auch die BIOS-Batterie einmal verkehrt herum angelötet und dann ging gar nichts mehr oder so. Man weiß es nicht. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt. Bei mir hat sich ja nichts ergeben, aber muss ja auch mal sein. Ist ja auch nicht schlimm. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.